Okay, Polynome links und rechts und dann nun Brüche, zumindest erstmal auf einer Seite. Was habe ich mir ausgedacht? 2x minus 1 durch x plus 4 soll sein größer gleich 0. Und dann geht das weiter in Lückentext Nummer 15. Was ich nun tun will, ist auf beiden Seiten mit x plus 4 multiplizieren, um links den Bruch wegzukriegen. Und das Schöne ist, wenn ich mit x plus 4 multipliziere, ist rechts einfach weiterhin 0. Das Unschöne ist, wenn x plus 4 negativ ist, muss ich vorsichtig sein. Wenn ich mit einer negativen Zahl links und rechts multipliziere, sich noch an das letzte Mal erinnern, die monotonen und streng monotonen vor allen Dingen fallenden Funktionen, wenn ich links und rechts mit einer negativen Zahl multipliziere, muss ich das Ungleichungszeichen umdrehen. Also, ich brauche eine Fallunterscheidung. Wenn ich das ganz super aufwendig mache, sieht das so aus. Ich schreibe das Gleiche nochmal hin. 2x minus 1 durch, upsala, x plus 4. X plus 4, größer gleich 0, derselbe Kram wie eben. Und im Nenner steht etwas Positives. Oder, gleiche Kram wie eben, und im Nenner steht etwas Negatives. Das ist wesentlich zu aufwendig. Das wird kein Mensch, der halbwegs bei Verstand ist, so ausführlich hinschreiben. Ich schreibe es jetzt mal hin, damit Sie eine Idee kriegen, was eigentlich hinter den Kulissen passiert. Das ist dasselbe Prädikat wie vorher. Dieses ist genau dann wahr, wenn das wahr ist. Ich habe es nur ein bisschen zerbröselt. Das Ursprüngliche und der Nenner ist positiv, das Ursprüngliche und der Nenner ist negativ. Einer von diesen beiden Fällen wird es dann gewesen sein, wenn das Ursprüngliche größer gleich 0 war. Ich gucke mir nicht den Fall x plus 4 gleich 0 an. Also x plus 4 gleich 0 erübrigt sich, weil ich sonst durch 0 geteilt hätte. Solche x darf ich gar nicht einsetzen. Und nun kann ich das zerlegen. Mal gucken, das ist dann die Nummer 16 schon. Ja, dann kann ich das zerlegen. Im ersten Fall weiß ich nun, der Nenner ist positiv. Wunderschön. Mit einer positiven Zahl darf ich multiplizieren und alles ist in Ordnung. 2x minus 1, nicht 2 plus, sondern 2x minus 1 ist größer gleich, wenn Sie jetzt wollen, 0 mal x plus 4. Aber das ist ja weiterhin 0. Im Fall x plus 4 ist größer 0. Der zweite Fall. Im Nenner steht etwas Negatives. Ich möchte mit dem Nenner multiplizieren, links und rechts. Rechts steht 0, links steht dann 2x minus 1, aber ich habe mit einer negativen Zahl multipliziert, in diesem Fall. Wenn ich mit einer negativen Zahl multipliziere, habe ich die Ungleichung falsch rum. Und damit ist der Bruch weg. Muss man das jetzt noch vorführen? Wir können es gerade noch mal zu Ende machen. Von unten auf der Seite ist noch Platz. Damit ist der Bruch erledigt. Und jetzt kann man den Kram zusammentragen, den man hier hat. 2x minus 1 größer gleich 0 heißt 2x größer gleich 1. Bringen Sie die 1 rüber. 2x größer gleich 1. 2x größer gleich 1, na, das heißt x größer gleich 1/2. Unten drunter steht ja dasselbe, nur mit anderem Ungleichungszeichen, x kleiner 1/2. Sie ändern nur das Ungleichungszeichen und. Und x plus 4 größer 0 heißt eigentlich x größer als minus 4 und x plus 4 kleiner 0 heißt eigentlich x kleiner als minus 4, wenn wir das zusammenfassen. Und nun ist hoffentlich ganz, ganz unten auf der Seite noch Platz. X ist größer als 1/2 und größer als minus 4. Ich will eine Zahl, die ist größer gleich 1/2 und größer minus 4. Hier ist das 1/2, hier ist die minus 4. Die Zahlen, die beides können, das sind die ab 1/2 aufwärts, einschließlich der 1/2. Also wird es die erste Zeile zu x größer gleich 1/2. Die zweite Zeile, alle x, die kleiner gleich 1/2 sind und kleiner als minus 4 sind,
kleiner gleich 1/2, kleiner als minus 4. Und Sie sehen, das sind die ab minus 4 abwärts ohne die minus 4. Oder x kleiner minus 4. Das wäre die Lösung. Könnte man auch wieder als Menge schreiben. Hausaufgabe.